Modaladverbien. Welche Modaladverbien kennt ihr? Habt ihr gewusst, dass auch diese untergeteilt sind? Ich habe auch mal multe Funktionalität. Hat es gut? Oh, lass es gleich zu meinen Grillen. Tja, was ist der Mod? Mod Causa. Nicola, întrebări lor, cred. Ma, deci, normal adverbul nu are, cum să zic, adverbul este o parte de vorbire, nu are normal întrebare. Dar, fiind așa de greu de depistat, el folosește întrebare. Da? Am văzut că la temporal avem întrebările de complement circumstanțial de timp, da? După ce am avut la local, avem întrebările de circumstanțial de loc, da? Deci ne ajutăm de ele ca să-l depistăm, ca să vedem care îi. Dar ele sunt cuvinte scurte, deci cuvinte scurte. Și primul adverb pe care, deci de mod pe care îl avem, este modal adverbien die eine Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit, o probabilitate. Ja? Also modal adverbien. Deci să știți că nu găsești foarte multe despre ele și pe net și în cărți. Deci am luat cărțile la rând de când am început cu adverbul, știi, și m-am tot uitat și în cărți. Și pe internet. Deci adverbul are foarte puține chestii. Deci puțin explicat, pa, câteva date și atât. Mai mult nu mai găsești. Nici exerciții ca lumea nu găsești cu el. Deci nu e o parte de vorbire care nu e atât de... importantă. Exact. Okay. Deci poți să înlocuiești și cu un substantiv, știi? Deci nu e o greșeală că înlocuiești cu un substantiv și atunci de aia, știi? Die eine Wahrscheinlichkeit. Ce aici? Sunt patru. Ce aici? Deci... ausdrücken. Da, exprimă o probabilitate. Să știți că ce am găsit în majoritatea cărților au fost efectiv adverbele și câteva exemple. Da, câteva exemple. Și am așa, de exemplu, bestimmt. Da? Bestimmt. Știți ce înseamnă bestimmt, nu? Sigur. Desigur, cu siguranță. Genau. Ja? Ok. Und da muss ich euch auch kein Beispiel geben. Ja? Bestimmt kommt mein Vater heute, nicht? Bestimmt. Dann eventuell. Na, auch auf Rumänisch dasselbe, nicht? Eventuell, nicht? Ja. Eventuell können wir noch den Zug erreichen, wenn wir uns beeilen, nicht? Eine Möglichkeit, da o Probabilität. Dacă ne mișcăm mai repede, dacă ne mișcăm mai repede, prindem trenul. Sicherlich. Was glaubt ihr? Hallo, Florentina. Hallo. Freut mich, dich zu sehen und kennenzulernen. Ich auch, danke. Also sicherlich, cu siguranță, nicht? Ja. Ihr sollt mir sagen, wo ich daneben etwas schreiben muss, aber... ja, sicherlich... kaufe ich mir Bonbons. Wenn ich Kleingeld dabei habe, nicht? Schau, dabei. Okay. Nachher kommen Übungen mit allen Adverbien, die wir gelernt haben. Können wir es allen weitersehen? Sicherlich.
dann wahrscheinlich, weil es ja eine Wahrscheinlichkeit ist, nicht? Wahrscheinlich. Okay. Na, Elena, kannst du ein Beispiel geben mit wahrscheinlich? Wahrscheinlich kommt morgen kommt morgen gut, ja, schönes Wetter. Schönes Wetter, okay. Schönes Wetter. Wahrscheinlich habt ihr morgen schönes Wetter. Ich wünsche euch das. Okay, vielleicht. Vielleicht. Ja. Ja, schau, und als Antwort, ja, du wahrscheinlich und dann sagst du, vielleicht, wenn ihr brav heute seid, nicht? Wenn ihr heute brav seid, vielleicht werdet ihr morgen schönes Wetter haben. Das ist ein Dos, kam sie noch nie mehr, ne? Genau. Mhm. Genau. Ja. Possibil, probabil. Ja. Mhm. Okay. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses gesehen, also auch verwendet habt oder gehört habt, zweifellos. Losul ăsta ca și terminație e fără, știi? Fără îndoială. Zweifel e îndoială. Ja? Und dann zweifeln, a se îndoi, da, de ceva. Und zweifellos, fără îndoială. Ok, komm, ich soll sehen. Alina, versuchst du einen Satz zu bilden mit zweifellos? Oh. Ich weiß schon leider für dich. Nein, hi, sag's mir. Sag ich dir den Satz, zweifellos wirst du die Fahrprüfung schaffen. Oh, danke sehr. Ich hoffe das auch. Ja, bestimmt, oder? Sicherlich. Mhm, sicherlich. Sicherlich oder bestimmt, genau. Mhm. Siehst du, wir verwenden die Adverbien. Mhm. Okay, super. Gehen wir dann weiter. Es geht, die zweite Gruppe sozusagen ist bewerten auf Deutsch mit Modaladverben. Bewerten, ja. Was heißt dieses Bewerten? Weiß noch nicht. Bewerten. Eine Bewertung schreiben, apreciere, evaluare. Ja, bewerten, a evalua. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie heißen diese in Deutschland, wenn sie, kriegen sie nicht eine Bewertung am Ende des Schuljahres? Wie heißt das? Das Zeugnis, auf dem Zeugnis, also auf dem Zeugnis ist eigentlich kommt, eine ja. Bewertung. Ja, ja. Genau. Mhm. Was glaubt ihr, welche könnten hier diese Modaladverbien sein, die als Bewertung verwendet werden können? Sehr. So, sehr, oder? Sehr. Mhm. Sehr, aber das wird verbunden. Dieses sehr wird okay. Immer verbunden. Mhm. Alleine steht ja sehr, ich bin sehr tschä. Ja, ich bin sehr gut, ich bin sehr schön, ich bin sehr, ja, also diese. Dieses sehr bleibt nie alleine. Sehr bleibt nie alleine. Ja, sehr schön. Es ist eine Verstärkung, so heißt es. Ja, komm, ich schreibe es euch da auf. Ja, also dieses sehr ist eine Verstärkung. Ah ja, verstärken, genau. Ja, also schön, nicht? Mhm. Verstärkung. Ja, also schön ist frumos. Und dann sehr schön, forte, frumos. Also, also ein Adverb verstärkt ein Adjektiv. Genau. Mhm. Ja, also es ist eine Verstärkung. Aber es gibt andere. Ich habe so viel gelacht, als ich das Beispiel gesehen habe. Dummerweise. Oh. Ja, und mit weise kann man noch kombinieren. Dummerweise dient
Prostie, din greșeală, so, ja, dummerweise habe ich meine Schlüssel zu Hause vergessen, ja, oder dummerweise bin ich falsch gefahren, ja. Und immer mit Weise haben wir glücklicherweise, ja, also dummerweise, glücklicherweise. Ja. Dummerweise habe ich den Schlüssel zu Hause vergessen. Glücklicherweise hatte mein Mann eine Reserve dabei. Ja. Versteht ihr, wie man diese verwendet? Oder habt ihr sie schon verwendet? Konntet ihr diese verwenden? Was mai zice? Stat de multe că... Ce să mai zice? Stat de multe că nici nu le ține minte. Da. Le identificăm, dar parcă e mai greu de făcut. Făcut. Și același lucru, iară se combină, vedeți? Deci iară să compuse. Da? Deci să duc pe compuse. Einigermaßen. Was heißt das, einigermaßen? Într-o oarecare măsură. Măsură. Ja, einigermaßen bin ich mir sicher, dass ich gelernt habe, aber ich zweifle an dem Gelernten, nicht? Okay, deci, într-o oricare măsură. Dann hoffentlich, dieses wird ja oft benutzt, hoffentlich. Nicht? Das ist der Hoffen, Speranza, ne? Hoffnung, ja, hoffen, aspera, Hoffnung, speranza, na? Hoffentlich, speranza, că, na? Speranza, că, hoffentlich fährst du nächstes Mal langsamer in der 30er-Zone, damit du keine Strafe bezahlst, nicht? Mhm. Dann, leider, das benutzt ihr auch oft, leider, würde ich sagen. Leider kann ich heute nicht kommen, nicht? Würde ich so schöner schreiben. Benutzt, ja. Ich wollte nicht eine neue Seite nehmen, dann mache ich da. Leider. Ja, leider kann ich nicht kommen, leider habe ich nicht gelernt, leider möchte ich nicht essen. Oh, wirklich. Was heißt wirklich? Benutzt ihr wirklich? Ja, ja. Important. Wirklich cool, Siguranza, Entrade. Genau. Und natürlich. Ce observați? Ca la adjectiv. Deci, uite terminația de adjectiv, o vedeți? Lichi. Da? Dar, nu sunt adjective. Se pot folosi ca și atribute adjectivale, adică în fața substantivului, da? Die wirkliche Lösung, das natürliche Haar sau, ja, da hoffentlich, das hoffentliche Wiedersehen. Ja. Aber hoffentlich klingt blöd vor einem Substantiv. Andere Beispiele. Komm, wir sollen dann andere Beispiele sehen. Andere Beispiele. Und zwar anders. Ich bin ich und du bist du. Anders als ich. Es ist ein Gedichtlein. Anders als ich. Ja? Altfel. Decât mine, nicht? Du bist anders.
anscheinend. Anscheinend war er da, aber ich war nicht zu Hause. Was heißt dieses anscheinend? Habt ihr das gehört bis jetzt? Habt ihr das benutzt? Anscheinend. Probabil. Nu. No. Se pare că a fost aici, zis videreară. Se pare că. Da? Se pare că. Da? A fost aici, dar eu nu am fost acasă. Ea anscheinend war er da. Printre altele, cred că a fost aici, dar eu nu l-am văzut. Na, etwas kennt ihr, nicht? Etwas. Etwas Süßes, wie heißt das auch an der Hochzeit? Man muss etwas Altes, etwas Blaues, etwas, etwas Geborgtes, etwas Neues haben, nicht? Die Braut. So? Mhm. Ja. Diejenigen, die Bräute waren, die Braut, die eine von euch, die Braut war, hattet ihr nicht etwas Blaues, etwas Neues, etwas Altes? Aber wenn man sagt etwas anderes. Ja, hast du etwas anderes, genau. Zweimal Modala Debien, oder? Oh mein Gott. Wenn du nicht das wirst, was ich dir anbiete, dann musst du dir etwas anderes aussuchen. Mhm. Ja. Aber es ist nicht anders, sondern anderes. Anderes, ja. Und dann das andere, ja, gehst auch zum Substantiv. Mit etwas und anderes, wie schreibst du dann anderes? Mit Modal und Substantiv, ja, oder? Ja. Mhm. Vor etwas im Allgemeinen, ich weiß nicht, habe ich euch das nicht erklärt mit der Großschreibung? Ich glaube, ich habe ja. Mhm. Mit etwas, ja, immer das Substantiv kommt. Genau, es wird Substantiv, mhm. Also es müsste normalerweise ein Substantiv folgen. Dann ist A, große A, anderes. Mhm. Genau, okay, mindestens. Mindestens. Cel? Puțin, nicht? Mindestens. Was glaubt ihr? Wer versucht ein Beispiel zu geben? Mindestens. Mindestens habe ich die Modaladverbien gelernt. Nee, also mindestens kann ich die Temporal- und die Lokaladverbien, denn die Modaladverbien lerne ich jetzt. Echt? Okay. Sogar. Na? Wer benutzt dieses Wort sogar? Also dieses Adverb? Hm? Wer benutzt? Sogar wir hier, nicht? Ohne zu wissen. Sogar. Was heißt sogar? Chiar și? Na? Chiar și noi aici. Nici nu știm că le folosim, dar le folosim, nicht wahr? Echt? Genau. So. Und dann viel leicht. Vielleicht mit meiner Hilfe werdet ihr besser Deutsch können. Sprechen, lesen, schreiben und Grammatik dazu. Ja, vielleicht, nur vielleicht. Aber ich hoffe, hoffentlich wird das passieren. Ja. Okay. Ja, jetzt. Wie du bevor gesagt hast, mit diesem sehr kann man ja, also mit Hilfe von Adverbien kann man auch Adjektive vergleichen oder graduieren. Diese Steigerung, ja. Ups. Hoffe. Ups.
Ophelia, hast du dir einen Kaffee gekocht? Schick uns auch. Elena, du trinkst den Kaffee jetzt. Ich habe ihn bevor getrunken. Ich habe bevor einen Kaffee getrunken. Okay, von nun an nehmen wir uns um 6 Uhr einen Kaffee und genießen ihn zusammen, da, indem wir lernen. Okay, gut. Jetzt, bevor hatte die Alina etwas mit diesem Sehr gesagt. Ja? Also die werden graduiert, die Adverben kann man auch benutzen zur Graduierung des Adjektivs. Und zwar, ich gebe euch jetzt Beispiel. Ja? Der Vortrag. Ja, war interessant. Okay, jetzt diesen Satz können wir einmal hinauf, also besser oder vermindern. Să-i dăm o valoare mai mică. Deci să-l ridicăm, ja? Indem eine Verstärkung, wie ich euch bevor mit diesem sehr gesagt habe, ja, wir können den Satz verstärken, adică interessant îl întărim, ja, und dann können wir ihn abschwächen oder vermindern, să dăm o valoare mai mică, da? Und zwar, verstärken, Verstärkung, ja? Und zwar, der Vortrag war höchst interessant. Ja, und ich habe ihn verstärkt. Ja, also statt sehr, dieses sehr, ja, sehr interessant. Sehr ist jetzt so zwischen, între, dieser da, höchst interessant, foarte, cel mai interessant sozusagen, ja, la un nivel înalt, interessant. Und Abschwächung, wie würdet ihr jetzt zum Beispiel hier verwenden? Abschwächung. Păi nu a fost chiar așa interesant, ja? Also, der Vortrag war solala. Iară combină. Deci avem halbwegs, vedeți? Deci am căutat o listă adverbelor de mod. Am zis, mă, să dau undeva de ele, toate acolo înșiruite. Dacă găsiți, vă rog frumos să-mi trimiteți. Eu n-am găsit. Că eram curioasă, deci din cauza că ele se combină și deci se prin Zusammensetzung. No, jetzt kommt es mir wieder nicht im Sinn. Auf Rumänisch. Prin compunere, da? Deci, ele sunt foarte multe, deci poți să faci o grămadă. Asta e chestia cea mai dureroasă, că ce am descriu astăzi interesant tot cu doi de r? De parcă n-aș ști. Se vede că vine vacanța fetelor. Die Ferien stehen vor der Tür. Sind halbwegs vor der Tür. Nicht mal halbwegs. Es ist noch, sind noch 4 Tage, 5 Tage. Ja, also verstärken durch ein positives, ja, und die Sola abschwächen von interessant. Okay, kommen wir sollen sehen. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Und zwar, das Brot ist frisch. Verstärken und abschwächen. Abschwächung, ja?
Verstärkung und Abschwächung. Wie könnten wir das Brot ist frisch verstärken? Wir müssen etwas hinauf, ja? Das Brot ist total frisch. Ja, und dieses hatten wir ja auch noch nicht. Ja, seht ihr, das sind Adverben, die wir noch nicht haben. Würdet ihr auf total kommen zum Beispiel, würde ich dieses Wort. Aber kann man auch sehr frisch benutzen oder nicht? Ja, ich habe dir gesagt, doch, 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 doch. Aber dieses Serie so allgemein, ja. Also, ja, jeden Tag benutzen genau, die. Genau, also dieses total frisch, das heißt, jetzt frisch aus dem Ofen, ja. Ist noch heiß, Eis. Kann man sagen. Genau, genau, richtig. Aber jetzt vermindern wir diesen Wert von frisch. Das Brot ist fast frisch. Relativ kannst du auch sagen. Oder fast frisch. Mhm. Ja. Aber sie haben, ich habe im Beispiel da, komm, ich schreibe euch das lange Wort, ja. Und zwar vergleichsweise. Seht ihr wieder mit weise. Oh. Vergleichs. Das gefällt mir so wieder. Ja. Du, Alina, nicht einmal ich kann sie alle, glaubt mir. Ich muss immer, immer nachschauen. Und ich habe euch gesagt, ich bereite mich für jede Stunde mit euch und ich lerne neue Sachen dazu. Also was ich schon weiß, wird bereichert mit all dem, was ich mich für euch vorbereite. Ja, das passiert mir auch. Also jedes Mal lerne ich interessante Sachen dazu. Ja. Gemacht, gelernt, aber trotzdem kann man neue Sachen dazu lernen. Wie vergeht die Zeit, Elena? Das ist jetzt ein Satz für dich. Bei dir vergeht die Zeit immer sehr schnell. Furchtbar schnell. Extrem schnell. Nicht wahr? Die Zeit vergeht langsam. Wann vergeht die Zeit langsam? In der Arbeit, nicht? In der Arbeit, ja. In der Arbeit vergeht die Zeit langsam. Und das heißt, wir versuchen jetzt, unsere Zeit einmal zu verstärken, ja, und dann abzuschwächen. Abschwächung, ja, kann man sagen. Die Zeit vergeht furchtbar langsam, oder? Mit un. Seht ihr, wie dieses un von den Adjektiven, ja? Ungewöhnlich langsam. Die kann ich auch wie Schnitt. Ja, genau. Aha. Ungewöhnlich langsam. Es könnte ein bisschen schneller vergehen, nicht? Mhm. Ungewöhnlich. Ah, gut. Die Zeit vergeht. Etwas langsam. Das ist so langsam. Alles vergeht langsam. Na jetzt, wie vergeht euch am Freitag die Stunde? Langsam, sehr langsam, ungewöhnlich langsam oder zu schnell? Schnell. Alina, was meinst du? Claudia, Georgiana. Letzte Freitag oder wann?
Nee, nee, also wie vergeht dir die Zeit, wenn wir uns treffen? Schnell oder langsam? Ah, schneller. Zu schnell, hä? Ja, klar. Okay. Gut. Jetzt, ich habe euch gesagt, wir üben heute, was wir gelernt haben, ja? Diese 4 Wochen, denn eine war ich nicht dabei, ja? Mit diesen Adverbien. Komm, wir sollen mal nachschauen. Bei einer, erstens, ich sage euch nicht, welches Wort Adverb ist, ja? Ich verrate euch nicht. Zweitens müsst ihr, also erstens müsst ihr das Adverb kennen und zweitens müsst ihr mir sagen, welche Art es ist, ja? Ich hab nur 3 mit euch gemacht, ja? Lokal, temporal und jetzt modal. Okay. Gut? Bei einer langen Autofahrt regelmäßige Pausen zwischendurch wichtig. So auf den ersten Blick, welches Wort könnte ein Adverb sein? Zwischendurch. Yes, erraten! Ja. Super, zwischen, durch. Ja, keine Endung, keine Steigerung, nichts, ja, dabei. Zwischen, durch. Aber jetzt, welche Sorte? Der Lok. Wo, wann? Oder wie? Schau, ich habe vergessen euch. Wie? Printre altele? So, între lange Autofahrten? Also, das heißt eigentlich eine Zeit. Wann? Zwischen den Autofahrten muss man eine regelmäßige Pause machen. Ja, regelmäßig regulat. Ja, also, ihr wisst ja, bei diesen Fahrern, ja, die Langstreckfahrer, die haben Pausen immer nach 4 Stunden haben sie, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten und nach 8 Stunden müssen sie dann auch schlafen oder so irgendwie. Ja? Und das heißt dieses Zwischendurch und das ist ein Temporaladverb. Okay, gut. Ich habe etwas Interessantes gefunden. Jedes Geburtstagskind eine Sekunde. Jedes Geburtstagskind bekommt ein Eis gratis. Na, lasst uns mal sehen.
gratis ist. Aha, genau. Und welche Art? Was wir haben heute gemacht. Genau, was wir heute gelernt haben, und zwar ein Modaladverb. Genau. Okay. Na? Dieser kennt ihr zu schnell. Timo trifft sich. Freitags mit den Freunden. Na, was glaubt ihr? Ha, das ist jetzt nicht schwer. Das ist das, genau. Das ist, also wenn wir den Tag sehen, ja, das ist das Leichteste. Und dann ist das klar, ein Temporaladverb. Ja, es gibt uns die Zeit an. Die Zeit vergeht sehr langsam, die Zeit vergeht sehr schnell.